Moin Moin und willkommen zu einem neuen kleinen Pickup. Und zum Schluss gibt es auch noch ein kleines Unboxing von einer kleinen Überraschungs-Nördlingskiste von der Erdbeere. Dem hatte ich vor einer Weile mal einen Banjo-Kazooie geschickt. Und er meinte, du, ich würde mal so eine kleine bunte Kiste schicken. Und mal gucken. Vielleicht hoffentlich freust du dich. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich habe nur so ein bisschen mal so geguckt und habe ein bisschen was Süßes gesehen und so. Guck mal nachher zusammen rein. Und mal gucken, wahrscheinlich wird die Frequenz denn der Pickups ein bisschen runtergehen, weil ihr seht ja selber, was in der Welt gerade los ist. Da muss man die Kohle ein bisschen zusammenhalten. Und ich habe jetzt hier nochmal so mein Restsammelsurium, so ein bisschen. Und dann, ja. Sehen wir mal, wie weit wir kommen. So, wir fangen mal an mit, ja, wieder mit. Bisschen was Filmisches. Ich habe jetzt mal zwei rausgesucht, die ich jetzt letztens angeschafft habe, die ich einfach mal kurz zeigen möchte. Das eine ist Rambo Last Blood. Muss ich sagen, ist gar nicht so schlecht. Also ist natürlich ein typischer Stallone-Film, man darf nicht super tiefgründige Geschichten erwarten und so, ne? Aber es ist gut gemacht. Man hat natürlich seinen gewissen Gewaltgrad, sag ich mal. Also alles in allem ein guter Film. Nach Teil 1 würde ich sagen, der beste. So, und als zweiten mal was, bisschen was ausgefallen ist, und zwar Borning. Das ist ein norwegischer Film über ein illegales Straßenrennen. Ich persönlich finde den eigentlich ganz witzig. Die Musik, also norwegischer Hip-Hop ist der Tod, aber ansonsten ist er ganz cool, ganz witzig. Gibt ja zu diesem Thema nicht so wirklich viele gute Filme. Und ja, es ist. Ja, ein guter, solider Film kann man sich mal geben. Ich habe mir jetzt schon das zweite Mal reingezogen. Seht ihn euch mal an. Boring. So. Und dann kommen wir zu Videospielen. Wir fangen wie immer mit Nintendo an. Und da gab es immer nur zwei kleine Kleinigkeiten. Und zwar hat er mir der Franz ein Paket geschickt. Mit zwei Sachen, die ich schon länger wollte. Die zeige ich euch später. Und ein bisschen was zum Basteln. Ja, und dann haben wir noch ein paar Goodies reingelegt. Zum einen, ist jetzt nicht der tollste Zustand, aber zum Zocken reicht's. Inspector Gadget für den GBA. Als kleine Channel-Spende. Ja, kenne ich nicht. GBA habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel da. Ja, mal gucken, wie gesagt, ist schon ein bisschen mitgenommen. Aber scheißegal. Werde ich mir ansehen. Sieht fast aus wie ein Videotheks-Modul. Mit diesem komischen Sticker hinten drauf. Mal sehen. Schauen wir mal rein. Und das andere ist, weil ich eben mal gesagt hatte, dass ich immer so Schwierigkeiten habe beim Zocken mit dem GBA, dass mir dann die Sehnen so wehtun und sich entzünden, hat er mir hier diese GBA-Verlängerung reingepackt. Und nochmal ein extra Netzteil für den GBA. Sehr cool. Vielen Dank, Franz. Frame Game, nochmal ein bisschen Werbung machen, ne? Und ja, werde ich mal gucken, ob das besser geht. Mit diesen wie Controller-Verlängerungen für den GBA. Im Prinzip, ich denke mal, ist für meine Hände wahrscheinlich die bessere Lösung. Werde ich ausprobieren. Ja, das war's auch schon zu Nintendo. Dann haben wir eine ganz kleine Kleinigkeit von Sego. Und zwar von Sega. Und zwar auch eine kleine Spende von Franz. Das japanische Modul für Alien Storm fürs Mega Drive. Ihr kennt hier schon unschwer das. Da sich jemand schon ausgelassen hat, damit das quasi in ein gemoddetes PAL-Modul reinpasst, ohne den Modulschacht anzupassen. Ja, gut, mein Modulschacht ist angepasst und ich habe auch einen Umschalter für NTSC-J. Und deswegen ist ein sehr cooles Spiel, kann ich nur jedem ans Herz legen. Also richtig, richtig geil. Und das ist ein Spiel, dafür braucht man keine Japanischkenntnisse. Vielen Dank, Franz. Ja. Und dann kommen wir schon zur PS1. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das ist so der letzte Kleckerrest, der noch so unterwegs war. Aber wir haben natürlich wieder ein Highlight. Na klar. Und zwar, absolutes Video-Highlight für mich dieses Mal ist Parasite Eve. Dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar habe ich vor Jahren, da gab es hier in so einem Nest, ein bisschen nördlich von hier, noch einen Flohmarkt, einen Hallenflohmarkt. Und da war nicht viel zu holen. Es war auch nur klein und kuschelig und so. Aber ich bin da halt gern hingegangen. Es war halt nicht weit weg und konnte ich einmal drüber laufen, habe dann meine 2 Euro Eintritt bezahlt. So für ein Wochenende war das mal ganz, ganz nett, sage ich mal. Da hat mein Kind damals auch mal einen Flipper abgestaubt. Habe ich euch schon mal gezeigt, die Flipper, ne?
Da muss ich auch nochmal irgendwann ein längeres, umfangreicheres Video zu machen. Ja, und da hatte ich mal in so einer Krabbelkiste, war eine PS2 Slim drin, ein, zwei Controller und jede Menge anderes Zeug. Ich habe nur gesehen, ja, ein paar Spiele, wo PS2 oben drauf stand und so. Und ich habe gedacht, ach komm, nimmst die ganze Kiste mit für ein Fuffi. Und da war damals meine Erstauflage drin von Parasite Eve, aber es fehlte eine CD. Und dachte mir, ja, toll. Also es lag da unten drin, das habe ich vorher nicht gewusst. Und aber es fehlte halt CD2. Dachte mir, scheiße. Ohne CD2 nutzte das ja im Prinzip gar nichts. So, dann habe ich das später nochmal bekommen als Greatest Hits vom Retro Games in Leipzig für, ich glaube, 29, weil da die Demo-Disc gefehlt hat. Und jetzt hätte ich mir eine Greatest Hits zusammenbauen können. Der Unterschied zwischen Greatest Hits und der Erstauflage ist, sind die Discs. Die hier sind weiß bedruckt. Ne? Ihr seht ja auch die Gesichter von den Protagonistinnen. Hinten ist nochmal so eine bedruckte Disc. Und dann die Demo-Disc. Ne, die Demo-Disc sieht bei beiden gleich aus. Und bei der Greatest Hits ist dann sozusagen, also die CD ist klar. Und dann bloß diesen Parasite Eve-Schriftzug drauf in schwarz. Ich habe die jetzt nicht mehr da, denn die hat der Dennis bekommen. Für, wie ich finde, einen richtig coolen Schnapperpreis. Aber das hatten wir vorher mal so vereinbart, dass wenn ich die mal komplett bekomme, dass er die bekommt. Und ich habe jetzt auf eBay quasi ein unvollständiges bekommen, da fehlte das Heft. Und der Zustand war auch nicht so der Knaller. Und da habe ich jetzt meine komplettiert, habe dann die Greatest Hits komplettiert für den Dennis. Und habe jetzt nochmal Front- und Backcover und eine Disc 1 über. Ja gut, aber das Front- und Backcover ist auch. Also der Frontcover ist auch schon ein bisschen mitgenommen und so. Aber ich habe jetzt meins komplett in einem tollen Zustand. Und bin ich mega, mega happy. Ich zeige euch nochmal die Inlays. Also ich finde es doch, diese Ami-Boxen von den PS1-Spielen sind auch immer mega schön gemacht. Also gibt's gar nichts. Und das war jetzt mal so. Bezahlt habe ich bei eBay jetzt für das unvollständige Ding um die 80 Euro. War ein bisschen viel. Plus Versand noch obendrauf. Aber ich dachte mir, ach scheißegal, der Zustand passt von den CDs und so weiter. Und bin ich jetzt glücklich mit, sage ich mal. War eigentlich schon zu viel, aber scheißegal. Ja. Mein Highlight dieses Mal. Und dann habe ich noch was Cooles bekommen vom Hannes. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Aber jetzt, wo es da ist, fällt es mir natürlich wieder ein. Lion and the King für die PS1 von Midas. Das ist so eins von diesen glorreichen Spielen, mit denen man einfach nur schnell Geld verdienen wollte. Ihr habt hier so einen ziemlich grottigen, von Disney geklaut, also eine von Disney geklaute Hintergrundgeschichte, also das schreit nach König der Löwen, ne? Da gibt es das noch von Bambi und das habe ich auch übrigens. Moment. Goldie, selbes Ding. Das habe ich auch mal für 4 Euro damals im Retro Games bekommen. Steht sogar noch hinten drauf, habe ich vergessen abzumachen. Und diese Dinger sind halt, ihr habt halt so einen kleinen, ich will nicht sagen Comic, ne, so einen kleinen Cartoon drauf, der geht eine halbe Stunde, dann könnt ihr noch so ein Mini-Memory spielen und ein bisschen malen. Ne, ihr seht es vielleicht auch auf der Rückseite. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Gameplay anblenden sollte oder muss oder so. Auf jeden Fall, diese Spiele sind halt wirklich, ja, das ist für Leute gewesen, die nicht wussten, was sie ihren Enkelkindern oder so kaufen sollten. Die haben dann sowas gekauft und die Enkelkinder waren trotzdem traurig. So, die Kategorie ist das. Ich hatte dazu zu Goldie schon mal was gesagt. Sie verhehlen nicht, was man bekommt, ne? Also, Moment. Robin ist der Sohn des großen Löwenkönigs. Sieht zu, wie er sich auf die Suche nach dem Schatz des schwarzen Panthers macht. Er wird auf seiner Suche von Keno begleitet und findet die wahre Freundschaft. Löwenkönig enthält nicht nur 30 Minuten Zeichentrickfilm, sondern auch ein leicht bedienbares Malbuch, interessante Puzzles. Dies ist ein echtes Dschungelabenteuer. Na, klingt das nach Spaß oder was? Also wie gesagt, die sind echt so schlecht, die sind schon Kult und deswegen, ja. Vielen Dank, Hannes. Mein Freund ist großartig. Die stelle ich mir zu Goldie und dann freue ich mich. Ja, dann gehen wir weiter zur PS2-Xbox, sage ich mal. Denn jetzt sind wir wieder beim Franz, bei Frame Game. Und der hatte mir nämlich damals Max Payne weggelegt für die PS2. Weil ich gerne den ersten haben wollte, um es zu zocken. Ich habe es aber auch für die Xbox. Und da habe ich gesagt, na, den Xbox-Teil würde ich auch nehmen. Also hat er mir jetzt beide geschickt. Vielen, vielen Dank, Franz. Sehr, sehr cool. Habe ich voll Bock drauf, mir die Reihe endlich mal vorzunehmen. Wie gesagt, der zweite steht ja schon ewig hier. Ich glaube, sowohl für die PS2 als auch für die Xbox. Und ja, geil. Teil 1, ne? Da können wir da chronologisch rangehen. Finde ich super. Beide sind komplett und im schönen Zustand. Also da gibt es
gar nichts. Zeige ich auch noch die Xbox-Version. Und sogar die Hülle sieht man noch anständig aus, was ja bei Xbox-Spielen in der Regel nicht die Regel ist, sage ich mal. Ja. Xbox-Leute behandeln ihre Sachen irgendwie scheiße, ich weiß es nicht. Aber das habe ich schon oft gesehen, dass die Hüllen dann kaputt sind oder zertrümmert oder die CDs zerkratzt oder so. Aber hier ist echt wirklich makellos. Vielen Dank, Franz. Und das war es eigentlich auch schon zur PS2 und auch zur Xbox. Ja, das, wie gesagt, ich habe ja mal gesagt, Xbox brauche ich eigentlich nichts mehr. Das, meine Sammlung, in Anführungsstrichen, ist abgeschlossen. Was sind das? 40 Titel. Höchstens. So. Und dann gab es noch ein kleines Goodie von Franz. Bass Junior Dschungelparty. Ja, ich habe keinen Buzzer und keine Bassspiele und so. Also entweder verschenke ich das mal irgendwann weiter an jemanden, der sowas hat. Anleitung fehlt. Aber für ein Goodie ist ja okay. Ne? Und ja, muss ich mal sehen, was ich damit mache. Und dann hat er mir noch ein Goodie reingelegt, und zwar das FIFA 16 Steelbook für die Xbox One. Gut, von außen sieht man nicht. Man sieht nur drin an diesem kleinen Zettelchen, dass es für die Xbox One ist. Ich habe aber, wie gesagt, eigentlich kein FIFA. Wenn mir aber mal ein FIFA zufliegt, Nummer 10 Messi, ne? Dann ja, kommt das da rein. Ansonsten, oh, ich weiß noch nicht, was ich dann mache. Gucken wir mal. Immer schön, danke Franz. Mal gucken. Vielleicht kann das auch mal einer brauchen, dann kann man es weiter verschenken. So, jetzt kommen noch ein paar coole Sachen für die PS4. Und dann sind wir auch schon durch. Wir fangen mal an mit einer ziemlich coolen Reihe. Und zwar mit Danganronpa. Und zwar ist hier Ultra Despair Girls, Another Episode. Das ist so eine Art. Ja, das ist nicht der. Das sind ja diese drei Hauptteile. Die gibt es ja mittlerweile sogar an so einer Dreierbox, die unglaublich teuer ist. Ich glaube, über 60 Euro kostet die, selbst gebraucht. Und das war fast genauso teuer. Das lag immer so um die 45, 50 rum. Und es gab es beim großen A mit. Ja, ich glaube, 37% Rabatt hat mir Amazon angezeigt. Also es kam, glaube ich, keine 30. Also es ist hart gefallen im Preis. Zielt neu. Und dann dachte, gut, schlägst du zu. Und dann ist halt so ein bisschen so ein Survival-Ding. Ihr habt so wie so ein bisschen eine Visual Novel. Und dieser böse Teddybär sozusagen will euch dazu verleiten, andere Schüler eurer Klasse zu töten. Und aber damit durchzukommen halt. Also es ist abgefahren, sage ich mal. So, und als nächstes kommen wir dann zu Oninaki von Square Enix. Ich vermute jetzt einfach mal, es ist ein RPG. Ich habe mich vorher nicht damit beschäftigt, aber ich finde den Artstyle eigentlich ganz cool. Ich zeige jetzt einfach mal die Rückseite. Das gab es auch beim großen A für, ich glaube, unter 20. Also Schnäppchenpreis. Wie gesagt, ich vermute, es ist ein RPG. Auf der Rückseite steht einfach nur: Zwei Welten, ein Kampf, beschütze das Leben nach dem Tod. Keine Ahnung. Wie gesagt, lass mich überraschen. Wir werden sehen. So. Und dann kommen wir nochmal zu einem kleinen Highlight. Ein Spiel, das ich schon lange auf dem Schirm habe. Und zwar Collard. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich dem wenigsten von euch was sagen. Und zwar ist das ein Survival-Horror-Spiel. Gut, ab 12. Weiß ich nicht, inwieweit. Aber das hat ja nicht viel zu sagen. Heutzutage, USK ist ja wie das Wetter. Ne? Mal so, mal so. Und kurze Hintergrundgeschichte. Das Spannende ist, das basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Und zwar sind, weiß gar nicht mehr, ob es 15er Jahre oder 16er Jahre waren. Müsste ich nochmal nachgucken. An diesem Berg, dem Collard, glaube ich, sind die damals zu Tode gekommen. So, ich glaube, so 10, 12 Mann, alles Studenten, alles erfahrene Bergsteiger. Und bis heute weiß keiner so recht, was da passiert ist. Einige hatten schwere Verletzungen, einige waren nackt im Schnee erfroren. Und es gibt da diverse Thesen, was da passiert sein könnte, aber so richtig weiß es keiner. Ja, einige hatten schwere Knochenbrüche und so weiter. Also es ist komplett Mysterium. Da gibt es ganz tolle Wikipedia-Artikel dazu, wen das interessiert. Und ja, das ist jetzt quasi dann Survival-Horror-Spiel um diese Begebenheit sozusagen. Die haben halt ihre ganz eigene Interpretation, was da passiert sein könnte. Und ja, das fand ich mega genial. Aber das war mir halt immer viel zu teuer. Das kam immer jenseits der 40, glaube ich. Und jetzt gab es es gebraucht beim großen A im Marketplace für einen 10er. Ich glaube 9,96 €, was ich bezahlt habe. Und der Versand war auch noch kostenlos. Und da hat er gesagt, gut, jetzt schlägst du zu. Ja, Disc Only, klar. Ne?
Ja, ich lese mal die Rückseite vor. Die kann ich auch mal kurz zeigen. Basierend auf einer wahren Begebenheit. In einer eisigen Winternacht kommen 9 russische Bergsteiger bei einer Expedition im Uralgebirge unter mysteriösen Umständen zu Tode. Finden Sie heraus, was sich in dieser verlassenen, unheimlichen Gegend zugetragen hat. Erleben Sie ein packendes Explorationsabenteuer mit Horrorelementen. Finde ich geil. Wie gesagt, also, es waren wohl 10 und einer ist umgedreht, weil er krank geworden ist und das ist der Einzige, der überlebt hat. Und wie gesagt, weiß kein Mensch, was mit den anderen 9 passiert ist. Ne? Also finde ich hochspannend. Schauen wir mal. So, und als letztes gab es dann noch für die PS4 Casa in the Wild Masks. Das habe ich mir jetzt aus Zerbst aus dem Kaufland mitgebracht, weil das da 6 Euro billiger war als bei uns. Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade online kostet. Aber 34, okay, dachte ich mir jetzt. Also unter 40 wollte ich auf jeden Fall bleiben. Na, und jetzt waren es 34,99. Dachte ich mir, okay, jetzt kannst du mal zuschlagen. Natürlich wieder von Sodesco. Wie gesagt, ich mache einfach mal ein Video über die jetzt. Aber da brauche ich noch ein bisschen mehr Material. Ein paar kleine Perlenfilme noch für PS4 und Co. Und dann mache ich da mal ein Video über die. Ich finde die großartig. Und das ist halt so ein richtig klassischer 2D-Hüpfer. Auch nicht zu leicht. Und ja, muss ich mal gucken, dass so Richtung Ori geht oder. Mal schauen. Also vom Stil her gefällt es mir auf jeden Fall sehr gut. Sieht sehr hübsch aus. Ja, lassen wir uns drauf ein, würde ich sagen. So, und dann habe ich noch was unterschlagen, das eigentlich ganz am Anfang gehört hätte, bevor wir jetzt zum Unboxing kommen, sozusagen, von Erdbeere seiner Kiste. Und zwar habe ich mir gekauft das große ABC der Videospiele von Gregor Katsios, dem Retro-Club-Moderator von Rocket Beans, den ich auch mega sympathisch finde als Person. Bei seiner RPG Top 100 bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber das ist ja völlig in Ordnung. Aber er ist ein sehr kompetenter Mann und ich habe auch schon ein bisschen reingelesen. Tolles Buch. Ich werde einfach mal so ein bisschen blättern jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ihr da groß was seht. Vielleicht müsste man das mal separat vorstellen oder so. Auf jeden Fall ein tolles Buch. Er hat da so versucht, die wichtigsten Themen, die die Videospielewelt so bewegt haben in den letzten 40, 50, 60 Jahren, ein bisschen anzureißen. Sehr, sehr schön. Was ich zum Beispiel nicht wusste, was hier auch drin steht, ich hatte ja vor einer Weile mal Juno gezeigt, diese Visual Novel mit diesen verschiedenen Zeitebenen und so. Und das hat er ja zum Beispiel auch kurz thematisiert, dieses Spiel. Ich wusste gar nicht, dass das ein Remake ist. Von dem ROG für den PC aus den 80ern oder 90ern. Ich weiß nicht. Also quasi um die Sexszenen bereinigt, remaked den Rest für die PS4. War mir nicht bekannt. Stand hier drin, muss ich mich nochmal rein lesen dann im Internet. Das war mir auch neu. Aber spannend, auf jeden Fall. Und hier sind noch viele andere lustige Fakten drin. Also das ist auf jeden Fall. Habe ich den Kauf nicht bereut und ich glaube 14,99 €, was das kostet, war ein Schnäppchen. Ja, gut. Und dann würde ich sagen, wenden wir uns mal der Schatzkiste zu. So, ich habe selber noch nicht geguckt, ich hatte nur irgendwie ein bisschen was Süßes gesehen. Ja, werfen wir erstmal ein bisschen Papier raus hier. Gucken, was die Erdbeere so schön. Erstmal ein Pickup: Joko Haselnut. Ein Fritt. Ja, Gummibärchen, Gummibärchen. Kindheitsknaller. Hier noch mehr Papier. So, dann haben wir hier diverse Boxen. Was ist das? Star Wars The Black Series. Kylo Ren und Poe Dameron. Okay. Kleine Star Wars Helme. Weiß nicht, wo das dazugehört, ob man was zusammenbauen muss. Oder, keine Ahnung, muss ich mal mir in Ruhe angucken, habe ich noch nie gesehen. Oder ich frage ihn einfach. Ja, dann haben wir hier eine Tasse. Eine Assassin's Creed Tasse. Sieht doch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Hat doch so ein bisschen wie geformt. So, seht ihr das? So ausgeformt. Auf jeden Fall sehr cool. Könnte meine Arbeitskaffeetasse werden, mal sehen. Sehr cool. Vielen Dank. Dann haben wir hier noch
Was ist das? Die Unglaublichen. Mr. Incredible und Elastigirl. Also richtig schöne Nerdkiste. Ich bin ja nicht so der Figurensammler, aber mal gucken. Vielleicht stelle ich mir die erstmal hin. Vielleicht kann man die auch mal jemandem schenken, der sowas sammelt oder so. Mal gucken. Aber im Moment habe ich ja noch ein bisschen Platz in meinem Regal, da werde ich die auf jeden Fall hier hinstellen. Das sieht auf jeden Fall hier nach flüssigem Gold aus. Pils Brosnan, 4,8%. Dry Hopped Pilsner. Habe ich noch nie gesehen. Sudden Death Brewing. Ey, die Büchse sieht auf jeden Fall mega scharf aus. Nett. Auf jeden Fall. Sehr cool. Oh. Ein kleiner Schlüsselanhänger. Mit einem Geist und einer Banane. Vermutlich aus Mario Kart. Ist sehr cool. Mal gucken, wo ich das dranhänge. So, hier sehe ich, was ist das? Oh, das ist schwer. Ein Alien-Flaschenöffner und er ist echt bockenschwer. Sieht gar nicht so aus, aber massives Zeug. Hier ist noch mehr flüssiges Gold. Crew Republic World Beer Awards Drunken Sailor India Pale Ale. Okay. Werden wir kosten. Und dann haben wir noch. Oh. Coca-Cola Signature Mixers. Ich glaube, die hat es dir mal in der Grube gezeigt, ne? Ja, das ist so mit so Kräuter-Cola, glaube ich. Die Flasche sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und hier ist auch ins Glas eingeprägt Coca-Cola. Ey, die ist eigentlich schon fast zu schick zum Trinken. Danke, mein Besser. Die ist echt heiß. Also, die sieht in echt noch viel geiler aus als auf deinem Bild. Da muss ich mir echt überlegen, ob ich die trinke. Ich weiß, du hast gesagt, das schmeckt, aber cool. Vielen Dank. So, und damit ist die Kiste auch leer. Vielen, vielen Dank für das abgefahrene Paket. Ja, und ja, wie ich schon sagte, die Schlagzahl mit den Pickup-Folgen wird auf jeden Fall runtergehen. Man muss erstmal gucken, was jetzt kommt. Die Kohle ein bisschen zusammenhalten und dann ja, werden wir weitersehen. Ich habe mir schon andere tolle Sachen für euch einfallen lassen, die wir dann in Videoform pressen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss.